Herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen im Monat Dezember des Jahres 2021. Ganz zu Anfang, es hat sich eingebürgert, es ist jetzt eine schöne Tradition geworden, möchte ich euch Bildeinsendungen zeigen. Es werden einfach immer mehr Bilder und ich frage mich, woher nehmt ihr die Zeit und den klaren Himmel, um diese schönen Bilder zu machen? Ich selber komme irgendwie zu gar nichts mehr. Was mich natürlich immer ganz besonders freut, ist, wenn Anregungen aus den Himmelsvorschauen aufgenommen werden und wenn dann wirklich mal auch Objekte, die nicht so häufig belichtet werden, fotografiert werden, aufgenommen werden, wie hier der Stern Mirfak und seine Umgebung, zum Beispiel in dieser wunderschönen Aufnahme. Jetzt kommt mein Standardsatz, ich hoffe, ich habe kein Bild vergessen, manchmal übersehe ich es einfach, manchmal werde ich auch nicht so deutlich markiert bei Facebook und es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden übersehen habe. Ich hoffe, dass ich alle Bildeinsendungen, auch die, die per E-Mail gekommen sind, hier untergebracht habe und ich halte einfach mal die Klappe und zeige euch die schönen Bilder. Ja, bevor wir richtig mit den Deep Sky Objekten und dem Sternenhimmel im Dezember anfangen, möchte ich noch auf ein besonderes astronomisches Ereignis hinweisen, denn zurzeit befindet sich ein ganz ordentlich heller Komet am Nachthimmel, beziehungsweise besser gesagt am Morgenhimmel. Das ist der Komet Lennard und da gibt es eine schöne Begegnung am Morgenhimmel mit einem Deep Sky Objekt und das möchte ich euch natürlich zeigen. Dazu gehe ich mal hin und stelle das Datum mal auf den 3.12. und zwar morgens so gegen 5 Uhr, 6 Uhr. Und dann schauen wir uns mal den Osthorizont an. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen, dann erscheint er auch schon da. Also wir sehen hier, ich zoome noch mal ein bisschen raus, der Bärenhüter, der liegt hier über dem Nordosthorizont. Ja, und hier oben sehen wir das Haar der Berenike und genau dazwischen, da befindet sich dann am 3.12. der Komet Lennard und wir sehen auch, dass er sich ziemlich in der Nähe oder fast deckungsgleich mit dem Kugelsternhaufen M3 befindet. Also das ist eine interessante Konstellation, die ihr am Morgen des 3. Dezember so gegen 5, 6 Uhr gut fotografieren könnt. Ich stelle es mal auf 5 Uhr ein hier gerade. Ja, so, ich sag mal, am 3. morgens zwischen, in den frühen Morgenstunden, sagen wir einfach mal, könnt ihr diese Konstellation schön beobachten. Ich zoome mal ein bisschen raus und wir gucken uns mal an, wie der Komet dann weiter wandert im Lauf der nächsten Tage. Er wird ja dann immer heller, so sind zumindest die Prognosen. Und man sieht, er wandert hier in Richtung Bärenhüter. Mit Sicherheit wird er da auch noch der ein oder anderen Galaxie begegnen. Hier zum Beispiel am 6.12. ist er relativ nah am Arktur. Könnte eventuell auch ein schönes Bild ergeben mit etwas drumherum. Also wenn ihr das ganze Sternbild Bootes dann noch mit drauf nehmt. Und dann gehen wir mal weiter. Am 7. er wandert Richtung Sonne und damit Richtung Sonnenaufgang. Und gleichzeitig auch Richtung Horizont. Und jetzt steht er schon ziemlich unten am Horizont, wird aber immer heller. Also, wir sind gespannt, wie er sich entwickelt. Und das ganze Spielchen geht dann so ungefähr bis zum 10., 11., 12. Am 10. steht er schon sehr tief, könnte aber sehr hell sein. Ja, noch so ein paar Tipps zur Beobachtung. Also, ich habe jetzt mal hier den
10. Dezember eingestellt um 5 Uhr morgens. Er steht dann unten am Horizont, wenn er denn nun wirklich sehr hell werden wird und vielleicht sogar mit dem bloßen Auge sichtbar werden wird, dann kann man hier vielleicht auch ein schönes Stimmungsbild machen, also mit relativ wenig Brennweite, vielleicht mit einem 50er, 80er, 135er Teleobjektiv mal einen Schuss wagen, vielleicht noch einen schönen Vordergrund dazu nehmen und diese Sternbilder hier, Botis und nördliche Krone, Herkules, das sind ja auch nicht die hässlichsten Sternbilder, kann man vielleicht ein schönes Bild machen, ein schönes Stimmungsbild des nächtlichen Himmels mit diesem Kometen machen. Aber natürlich könnt ihr auch im Detail mit ordentlich Brennweite rangehen, ja, mit 500 mm Brennweite, so ein kleiner Astrograph, zum Beispiel der Takahashi Epsilon oder so, das sind natürlich genau die Comet Catcher, die Kometenteleskope, schnelles Teleskop mit wenig Brennweite, das ist natürlich hier genau von Vorteil. Dann würde ich als Strategie vorschlagen, dass ihr relativ kurze Belichtungen macht, sagen wir mal so 30 Sekunden, davon aber viele, das mit einem hohen Gain oder mit einem hohen ISO macht. Und dann ja, ist die Schwierigkeit, dass man auf den Kometenkern nachführen muss. Also ihr müsst dann euer Multi-Star-Guiding, insofern ihr das verwendet, ausschalten und im Sucher dann wirklich auch den Kometenkern einstellen als Leitstern. Dann bekommt ihr dann Strichspuraufnahmen der Sterne, aber der Komet wird dann scharf abgebildet. So, jetzt kommen wir aber zum Sternhimmel im Dezember. Neumond ist am 4.12., also der Neumond rückt jetzt immer von Monat zu Monat ein bisschen nach vorne, ist jetzt schon am 4. des Monats angelangt und dann sieht das Ganze so aus um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wir sehen, dass hier das Wintersechseck bestehend aus Capella, Aldebaran und Rigel, Sirius, Prokyon, Castor und Pollux, hier in den Zwillingen, die bilden das Wintersechseck und das dominiert dann schon den Abendhimmel und wir haben jetzt die beste Sichtbarkeit, um zum Beispiel den Orion wirklich die ganze Nacht zu fotografieren oder zu beobachten. Aber ich gehe einmal noch in den Stier zurück, da haben wir in der November-Vorschau aufgehört, wir haben mit den Plejaden aufgehört. Und ich möchte im Stier aber noch ein bisschen weitermachen. Die Plejaden sind natürlich das Paradeobjekt schlechthin, aber es gibt noch einen anderen schönen Sternhaufen im Stier. Und das sind die Hyaden. Und das ist diese lockere Ansammlung von Sternen hier um den Aldebaran herum. Und der wird auch genannt Melotte 25. Und das ist auch ein sehr schönes Objekt, was man auch mit einfachen Mitteln mal fotografieren kann. Also zum Beispiel mit einer einfachen Nachführung, muss gar keine Go-To-Montierung sein. Den Aldebaran, den findet jeder. Und da kann man selbst im Display der Kamera, findet man den Aldebaran ziemlich einfach. Und dann kann man einfach mal dieses Feld hier einstellen und zum Beispiel mit 50 mm Brennweite fotografieren. Man kann ja auch hier diese Verbindung zwischen Hyaden und Plejaden fotografieren und das mal in die Diagonale des Bildes setzen zum Beispiel. Oder man kann auch mit etwas mehr Brennweite, wie wir hier in diesem Bild sehen, zum Beispiel mit 135 mm Brennweite oder 200 mm Brennweite die Hyaden einmal aufnehmen. Ich fand die immer wahnsinnig unspektakulär und langweilig, aber ich bekomme immer mehr Spaß an diesen ja lockeren, offenen Sternhaufen, die auf den ersten Blick unspektakulär sind. Gerade diese wirklich orange-rote Farbe dieses Riesensterns Aldebaran gibt der ganzen Szenerie so eine tolle, mystische Stimmung und ja, versucht's doch einfach mal. Da könnt ihr ja mit einer Stunde Belichtungszeit oder nehmen wir 2 Stunden Belichtungszeit schon ein tolles Bild machen. Ihr solltet absolut auf Filter verzichten, also weder ein CLS noch ein Duo Narrowband Filter benutzen oder irgendwas in der Richtung. Ihr braucht jetzt auch nicht den wahnsinnig dunklen Himmel, um diese Sterne zu fotografieren. Wenn ihr ein bisschen tiefer gehen wollt, dann lohnt es sich, diese Gegend natürlich auch mit ja, langen Belichtungszeiten zu beackern. Und da möchte ich euch mal diese beiden jetzt folgenden Aufnahmen zeigen von Tommy Navratil. Und wenn man dann mit zum Beispiel 135 mm Brennweite mal das Ganze fotografiert, dann sieht man auch, dass im ganzen Stier ja wirklich dicke Schwaden von Dunkelnebeln unterwegs sind. Überhaupt diese ganze Gegend ist voll von Dunkelnebeln. Und das, was da so zwischen den Plejaden und den Hyaden unterwegs ist, das nennt man auch die Taurus-Molekülwolke, die der liebe Tommy Navratil hier sehr schön fotografiert hat.
Ja, und ein Objekt in dieser Taurus-Molekülwolke, das ist der Stern T Tauri oder auch NGC 1555. Und den stelle ich jetzt mal hier ein in Stellarium. Ich zoome mal ein bisschen rein. Eingestellt ist er jetzt. Und wenn wir ein bisschen reinzoomen, sehen wir, da ist auch ein Bild hinterlegt. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt mit verschiedenen Brennweiten diese Region fotografieren. Ihr könnt natürlich diese ganze Molekülwolke fotografieren mit wenig Brennweite, also ab 50 mm aufwärts mit einem Teleobjektiv. Dann müsst ihr aber relativ lange belichten, wie gesagt, ohne Filter bei dunklem Himmel. Und ihr könnt aber auch natürlich diesen T-Tauri-Stern im Detail fotografieren. Und man sieht hier an diesem Bild schon, was da los ist. Das ist das übliche Szenario, was ich so unglaublich liebe, dass wir hier wirklich der Sternentstehung in diesen Dunkelwolken zuschauen können. Und dadurch, dass ja diese Dunkelwolken da noch um den Stern teilweise drumherum kreisen, ist er auch so ein bisschen veränderlich in der Helligkeit. Und dieser Stern T Tauri hat dadurch einer ganzen Gruppe von Sternen, den T Tauri Stern, den Namen aufgedrückt. Hier ist es natürlich sehr reizvoll, mit wirklich großem Gerät ranzugehen, also mit viel Brennweite, 1 Meter Brennweite und mehr. Da kann man natürlich dann diese Details hier in diesem kleinen Reflexionsnebel, der um diesen Stern drumherum sich gebildet hat, natürlich auch noch fotografieren. Aber wie gesagt, man braucht einen dunklen Himmel, keine Filter, keinerlei Filter, wirklich, das sind Reflexionsnebel, Dunkelnebel hier, bitte absolut gar keine Filter verwenden und lange Belichtungszeiten. Das ist hier bei diesen Objekten leider immer nötig. Ja, etwas nordöstlich davon, auch mitten in dieser Taurus-Molekülwolke, da finden wir dieses schöne Objekt, also diesen wahnsinnig schönen Dunkelnebel, der so ein bisschen aussieht, selber wie eine Flamme, und dann ist da auch noch dieser kleine Reflexionsnebel drin. Das ist IC2087, das ist hier diese kleine Flamme, auch das gleiche wie bei T Tauri. Man sieht hier in diesen Dunkelwolken eigentlich immer hier oben zum Beispiel, schaut mal rechts oben, da lugt auch so ein kleiner Reflexionsnebel hindurch. Das sind eben diese jungen, neugeborenen Sterne, die dann diese Dunkelnebel ja förmlich anstrahlen oder deren Licht in diesen Dunkelnebeln gestreut wird. Und ja, nochmal, ich sage das so gerne, wir schauen hier wirklich bei der Sternentstehung zu. Und hier zeige ich euch auch eine Aufnahme, selbstverständlich. Und das gleiche wie eben beim T-Tauri-Stern. Ihr braucht lange Belichtungszeiten. Natürlich macht sich hier auch ein bisschen Brennweite, ist von Vorteil. Aber wie ihr vorhin an den Aufnahmen von Tommy Navratil gesehen habt, könnt ihr die ganze Gegend auch im Whitefield fotografieren. Aber alles eben unter dunklem Himmel und mit langen Belichtungszeiten. So, wenn wir ein bisschen rauszoomen, natürlich erwartet drauf, dass wir in den Orion gehen, keine Frage. Aber ja, ich möchte ja immer auch das Augenmerk richten auf nicht so bekannte Objekte oder nicht so bekannte Sternbilder. Und was wir hier sehen, was eigentlich gerade im Süden steht, das ist dieses Sternbild, was sich hier so durchschlängelt am Südhorizont. Das ist der Eridanus. Und im Eridanus, da gibt es genau wie im Stier wahnsinnig viel Dunkelwolken. Und es gibt aber ein Objekt, das ist sehr interessant, und das ist der sogenannte Eridanus Loop. Viele kennen ja als Loop zum Beispiel Barnard's Loop im Orion, also ein ganz großer Bogen von Wasserstoffgas. Aber der Eridanus Loop, das ist sozusagen, der steht ein bisschen im Schatten von diesem Barnard's Loop. Ja, etwas weiter westlich, eben im Sternbild Eridanus. Ja, das ist hier eine Aufnahme von Hisayoshi Kato, habe ich schon öfter mal Aufnahmen gezeigt. Man sieht auf der rechten Seite U-förmig diesen Eridanus Loop, und man sieht aber auch der Aufnahme an, die wurde A, sehr lange belichtet, B, sehr stark bearbeitet, dadurch kommt er überhaupt erst raus. Also das ist nicht das hellste Objekt am Nachthimmel schlechthin, aber ich wollte es mal gezeigt haben. Selbstverständlich ist es hier wichtig, dass ihr wieder ja ohne Filter arbeitet, also um diese Dunkelnebel zum Beispiel rauszukriegen und um die Tiefe reinzubekommen. Aber um diesen Eridanus Loop zu betonen, könnt ihr selbstverständlich auch sehr gut mit H-Alpha gefilterten Aufnahmen oder mit einem Duo Narrowband Filter arbeiten und diese vielleicht dann mit den RGB Aufnahmen zu bearbeiten. Ihr könnt selbstverständlich auch reine H-Alpha Aufnahmen machen oder Duo Narrowband Aufnahmen.
Ja, wenn wir schon davon sprechen, dann möchte ich euch eine ganz besondere Aufnahme zeigen und auch mal auf eine ganz besondere Internetseite hinweisen. Das ist nämlich die Seite des sogenannten MDW Hydrogen Alpha Sky Survey. Das sind drei Amateurastronomen aus den USA. Zwei davon haben für die Zeitschrift Sky and Telescope gearbeitet, oder der eine arbeitet immer noch dafür. Der andere war mal der Chefherausgeber von dieser Zeitschrift. Und diese Herren, die haben ja ins Leben gerufen einen H-Alpha Sky Survey, also eine Übersichtsaufnahme des ganzen Himmels in der Wellenlänge des Wasserstoffs, also mit Amateurmitteln, ja einfach mit einer Monokamera und H-Alpha-Filter, haben die sehr tief belichtete Aufnahmen gemacht und das über den ganzen Himmel, oder streben das zumindest an. Also das ist ein fortlaufender Prozess, dieser MDW Sky Survey, und da sieht man sehr schön diese ganze Umgebung Orion, und da sieht man eben auch sehr schön die Ausdehnung dieses Eridanus Loop. Ein anderer amerikanischer Astrofotograf, das ist John Gleason, der hat etwas ganz Ähnliches gemacht. Der macht das ja eher am Südhimmel, während die anderen Kollegen am Nordhimmel unterwegs sind. Der hat eine Remote-Sternwarte in Australien und macht eben am Südhimmel einen ähnlichen H-Alpha Sky Survey. Und das Beeindruckende an seinen Aufnahmen ist auch einfach die Detailfüllung. Ich zeige euch hier dann mal so einen Detailausschnitt seines Surveys. Da sieht man richtig die filamentartigen Strukturen im Eridanus Loop. Und dann ist es nicht ganz mein Geschmack von der Bildbearbeitung, aber ich muss es euch zeigen, das ist dieses A-Pod. Es ist, ja, man muss einfach sagen, eine Wahnsinnsaufnahme, die den ganzen Staub einmal zeigt und die aber auch die Ausdehnung des Eridanus Loop zeigt, vom Stier bis eben ins Sternbild Eridanus. Und ja, ist zu Recht A-Pod geworden. Wie gesagt, von der Bildbearbeitung nicht ganz so mein Style, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Es ist dennoch, über Geschmack lässt sich streiten, einfach eine wahnsinns beeindruckende Aufnahme. So, dann kommen wir jetzt aber endlich zum Star des Abends, und das ist selbstverständlich jetzt im Winter das Sternbild Orion. Und der Orion, das ist ja alleine visuell ist das Sternbild ja ein richtiges Highlight. Also das ist so schön, ich freue mich immer den Orion zu sehen, weil es einfach ein unglaublich schönes Sternbild ist, und weil er immer so relativ tief über dem Horizont steht, ja, gibt das natürlich immer, vor allen Dingen im Winter, wenn dann womöglich noch Schnee liegt, eine ganz tolle Szenerie. Und da möchte ich euch auch mit zwei Aufnahmen hier ermutigen. Das Sternbild Orion könnt ihr selbstverständlich auch einfach mal, ja, im Stile dieser Twan-Fotografie, heißt das ja, The World at Night, fotografieren, zum Beispiel mit so einem schönen Vordergrund, wie es hier der Michael Louis getan hat. Und diese beiden Aufnahmen, die haben mich sehr beeindruckt, finde ich wunderschön. Und zum Beispiel das über den Tann mit dem Schnee, das möchte ich irgendwann auch mal machen. Das sieht einfach wunderschön aus. Und ja, also beim Orion, da kann man sich richtig austoben, und auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln, schon mit stehender Kamera und einem Weitwinkelobjektiv kann man so schöne Aufnahmen vom Orion machen. Auch mit etwas mehr Aufwand, also mit einer einfachen Nachführung hier, habe ich selber zum Beispiel mit einem Skyguider Pro zwei Aufnahmen gemacht. Einmal mit 50 mm Brennweite, und dann habe ich noch eine weitere Aufnahme gemacht mit 200 mm Brennweite. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Orion, das ist immer ein lohnenswertes Ziel. Da gibt es natürlich den Orion Nebel, da gibt es natürlich den Pferdekopfnebel, da gibt es Barnard's Loop. Und da gibt es noch einen ganzen Haufen anderer Deep Sky Objekte, die auch schon bei kleinen Brennweiten gut rauskommen. Dunkler Himmel ist immer von Vorteil, lange Belichtungszeiten sind auch immer von Vorteil. Ich habe meine Aufnahmen hier auf Teneriffa, und zwar bei Neumond, gemacht. Ihr könnt selbstverständlich auch, um diese H-Alpha-Nebel noch zu betonen, mit einem Narrowband-Filter arbeiten. Also zum Beispiel einen Duo-Narrowband-Filter oder eben einem H-Alpha-Filter, und vielleicht zusätzlich noch Aufnahmen in diesen Wellenlängen machen, um diese, zum Beispiel den Barnard's Loop, noch zu pointieren und wirklich herauszuarbeiten. Ja, und bereits mit bloßem Auge sichtbar in einer klaren, kalten Winternacht, das ist selbstverständlich der Orion-Nebel, und das ist ja so, ja, es ist beinahe, würde ich sagen, das beliebteste Deep Sky-Objekt, gerade auch bei Anfängern, was die Astrofotografie und auch die visuelle Beobachtung angeht.
aber man vertut sich da. Es ist gleichzeitig auch eigentlich eines der schwersten Objekte, was es zu fotografieren gibt, denn der Helligkeitsgradient oder der Helligkeitsverlauf oder sagen wir mal die Dynamik in diesem Objekt, und das sieht man hier bereits in Stellarium auch, ist wahnsinnig groß. Also der Kern, das sogenannte Trapez mit den vier Trapezsternen im Orionnebel, das ist wahnsinnig hell. Und außenrum gibt es aber diese Ausläufer, diese Dunkelnebel. Wenn man die auch darstellen will, dann braucht man wiederum sehr lange Belichtungszeiten. Für den Kern sind eher sehr kurze Belichtungszeiten gefragt. Ja, und das stellt die Astrofotografen vor eine große Herausforderung, eben dieser wahnsinnige Dynamikumfang. Hier muss man also unter Umständen mit einer Staffelung von Belichtungszeiten arbeiten, also kurz belichtete Aufnahmen für den Kern und entsprechend lang belichtete Aufnahmen für die Außenbereiche. Oder man macht eben alles mit kurz belichteten Aufnahmen, hat dann am Ende natürlich entsprechend viele Einzelbilder und dann dauert die Bildbearbeitung oder das Stacken natürlich dementsprechend lang. Aber hier zeige ich euch mal eine Aufnahme mit 480 mm Brennweite, 430 mm Brennweite. Und diese Aufnahme wurde übrigens mit einem ja quasi Duo Narrowband Filter gemacht. Es ist nicht der Optolong L Extreme, sondern der L Enhanced. Der ist ein bisschen breitbandiger, aber man sieht, dass ja diese Objekte hier rund um den Orionnebel, dass die auch noch so hell sind, dass die sogar im Narrowband Filter durchkommen. Also ich spreche jetzt von den Dunkelnebeln. Also diese Aufnahme, hier wurden lediglich die Sternfarben ohne diesen Duo-Filter gemacht und alles andere wurde mit dem Duo-Filter gemacht. Worauf ich hinaus will, ist, ihr könnt hier selbstverständlich auch mit Schmalbandfiltern beeindruckende Aufnahmen machen. Grundsätzlich ist es mir ein bisschen schwer gefallen, wirklich tolle Aufnahmen des Orionnebels zu finden, denn wie ich gerade gesagt habe, ist es gar nicht so leicht, den zu fotografieren und daraus dann eine schöne Aufnahme zu machen. Diese Aufnahme, die ich euch hier zeige, das ist ja mit einer der schönsten, die ich kenne. So ein bisschen unfair, weil die von einem professionellen Standort aus mit einer professionellen Kamera auch gemacht wurde, aber grundsätzlich von der Brennweite her ist das jetzt nichts Professionelles. Das sind so knapp 500 mm Brennweite, glaube ich. Und ja, solche Aufnahmen könntet ihr vom Orionnebel eben auch machen. So, schauen wir mal so auf den Grenzbereich zwischen Orion und Eridanus. Eigentlich noch im Sternbild Eridanus, aber ja, eigentlich würde ich vom Gefühl her das Objekt eher dem Orion zuordnen, weil er auch physikalisch, soweit ich informiert bin, eher mit dem Orion verbunden ist. Das ist hier dieser Reflektionsnebel, der wird Hexenkopfnebel genannt oder im Englischen Witchhead Nebulan, das ist IC2118. Witchhead, da muss man ja eigentlich nicht viel Fantasie haben, auch wenn mich dieser Nebel ehrlich gesagt eher an zwei andere Kollegen erinnert. Zum einen erinnert mich das irgendwie an Godzilla, zumindest aus den alten Godzilla-Filmen, und zum dritten sozusagen an den Drachen Fuhur aus, was ist das, ich glaube, die unendliche Geschichte. Reflektionsnebel können eigentlich alle möglichen Farben haben, da sie ja das Licht bestimmter Sterne streuen und je nachdem, welches Licht eben von diesem Stern primär ausgestrahlt wird, dann nehmen diese Reflektionsnebel auch diese Farbe an. Also häufig sind es blaue Sterne, weil sich solche Reflektionsnebel gerne mal bilden um ja junge, neugeborene Sterne. In dem Fall ist das hier der Rigel, ein schön bläulich hell strahlender Stern, der dieses Licht verursacht hier, aber es gibt auch eher seltenere Beispiele, wie zum Beispiel die Antares-Region, wo sein Reflektionsnebel dann eben auch mal gelb-orange sein kann. Bei Reflektionsnebeln helfen keine Filter, da hilft nur dunkler Himmel. Ihr solltet möglichst alle Filter weglassen. Also da hat neulich mal jemand gefragt, selbstverständlich kein UV-IR-Sperrfilter. Der sollte immer in der Kamera drin sein. Aber ich rede, wenn ich von Filtern spreche, immer von ja, irgendwelchen Arten von Lichtverschmutzungs- oder Schmalbandfiltern. So wahnsinnig schwach ist dieser
Hexenkopfnebel hier nicht. Also ich würde mal tippen, dass so mit einem moderaten Öffnungsverhältnis, sagen wir mal F4 und 2 Stunden Belichtungszeit, könnt ihr das Ding schon ja gut kontrastreich ablichten. Und davon einfach mal so eine ganz simple Aufnahme. Ihr könnt auch mit verschiedenen Brennweiten, zum Beispiel mit 135 mm, 200 mm, könnt ihr dann hier einen größeren Bereich wählen. Und dann kommt das Ding aber auch schon gut raus. Natürlich, the sky is the limit, der Himmel ist die Grenze sozusagen. Natürlich könnt ihr hier noch auch wahnsinnig tiefer gehen. Und man findet auch H-Alpha-Ausläufer in dieser Gegend. Also ihr könnt auch mit einem Narrowband-Filter, Schmalbandfilter irgendeiner Art, der H-Alpha-Licht durchlässt, natürlich auch hier noch irgendwie H-Alpha-Bereiche sichtbar machen, sieht man auch hier in diesen Aufnahmen, die ich euch hier zeige. Ja, ich habe das hier gerade so schön im Bildfeld, natürlich irgendwie den Hexenkopf und den Orionnebel. Wenn ihr hier also im Querformat hingeht, zum Beispiel mit 135 mm Brennweite, ist das natürlich auch ein lohnenswertes Ziel. Wir gehen nochmal zurück zum Orionnebel und ich möchte mal ein bisschen reinzoomen. Ja, hier in diesen Dunkelwolken dargelegen, man sieht das hier in Stellarium gar nicht mehr sehr deutlich. Da ist so ein kleiner Reflexionsnebel und auch hier so ein kleiner weißer Reflexionsnebel, der die Form eines Schlüssellochs hat. Und da gibt es eine tolle Hubble-Aufnahme. Und ja, ihr könnt euch ja ahnen, ich musste hier wahnsinnig reinzoomen in Stellarium, um dieses Objekt hier formatfüllend reinzukriegen. Also ihr braucht, um dieses Objekt zu fotografieren, natürlich etwas Brennweite. Also die Freunde, die, was weiß ich, 800 mm Brennweite und aufwärts haben, die können sich ja auch mal hier an dieses Objekt ranwagen, NGC 1999. Ich zeige euch hier mal eine Aufnahme, die das Objekt zeigt. Und da sieht man, das ist noch relativ moderat von der Brennweite, so um einen Meter rum. Natürlich braucht ihr auch hier wieder relativ lange Belichtungszeiten und auch wieder hier keine Filter. Ich habe dieses Mal also sehr viele Dunkelnebel dabei in der Monatsvorschau. Und ich möchte euch aber auch noch so ein bisschen außer Konkurrenz mal eine Aufnahme zeigen. Dazu könnt ihr auch mal selber auf die Seite vom Capella Observatory gehen. Dort findet sich NGC 99 und es gibt dort ein Objekt, das heißt HH1. HH, das steht für Herbig Haro. Das ist eine bestimmte Art von Objekten, die so ein Materiejet aufweisen. Und da gibt es auch eine tolle Hubble-Aufnahme. Und die Kollegen vom Capella Observatory haben einige Jahre nach dieser Hubble-Aufnahme dann eine eigene Aufnahme gemacht, auch ein bisschen außer Konkurrenz, weil das auch mit einem professionellen Teleskop entstanden ist. Und haben dann mal diese beiden Aufnahmen gegeneinander animiert und geblinkt und da sieht man, dass sich dieses Objekt deutlich verändert hat im Laufe der Jahre. Und ja, das zeigt eben diese wahnsinnige Dynamik, die wir hier in der ganzen Orion-Region in puncto Sternentstehung haben. Ja, weiteres Objekt ganz selbstverständlich im Orion, das ist der Pferdekopfnebel. Ja, vielleicht das zweitbeliebteste Deep Sky Objekt schlechthin. Und hier noch dieser Flammennebel. Ja, diese Form, dieses Pferdekopf, das sieht so krass einem Pferdekopf ähnlich, vor allen Dingen hier ja wie so eine Schachfigur eigentlich beinahe. Und ja, das ist natürlich ein wunderschönes Objekt und der hebt sich so silhouettenartig vor diesem H-Alpha-Licht hier ab. Das ist einfach auch wunderschön. Ich habe selber eine Aufnahme im letzten Jahr machen können. Dazu gibt es auch einen Vlog, den ich damals gemacht habe. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr wollt, als Einstimmung sozusagen auf den Winter. Ja, leider ist der Pferdekopfnebel jetzt nicht so hell. Das ist ja ein Dunkelnebel und auch dieser Gasnebel hier, das rote, das ist jetzt nicht so wahnsinnig hell wie der Orionnebel. Also da braucht man auch schon wieder relativ lange Belichtungszeiten. Also ihr solltet immer ein paar Stunden Belichtungszeit investieren. Aber ihr habt gesehen, ihr könnt hier mit moderaten Brennweiten schon tolle Aufnahmen machen. Vor allen Dingen dann, wenn ihr noch diese Gürtelsterne hier mit reinnehmt. Da sind noch weitere Objekte, auf die ich gleich noch kurz eingehe, sichtbar, die ihr dann mit ablichten könnt, die ihr auch in meiner Aufnahme hier seht. Aber selbstverständlich ist auch hier nach oben keine Grenze gesetzt und ja, ein bisschen außer Konkurrenz möchte ich euch hier auch wieder eine professionelle Aufnahme zeigen, die wirklich im Detail diesen Pferdekopfnebel einmal zeigt. Filter tendenziell, ihr solltet darauf achten, dass ihr von der Basis her
tendenziell eher ohne Filter arbeitet. Wie gesagt, dieser Nebel, das ist ja selber ein Dunkelnebel und auch hier dieser blaue, das ist ja ein Reflexionsnebel, also hier gar keine Filter. Das H-Alpha spricht natürlich auf Schmalbandfilterung an und der Flammennebel hier selbstverständlich auch. Also ich halte es für am sinnvollsten zu kombinieren, also ungefilterte Aufnahmen mit H-Alpha gefilterten Aufnahmen zu kombinieren. Das ist hier eigentlich die sinnvollste Vorgehensweise. Sowas wie Hubble-Palette macht hier keinen Sinn, weil wir hier überhaupt gar kein O3 oder nur ganz wenig O3 haben und überhaupt gar kein Schwefel. Und deswegen macht hier eine Hubble-Palette zum Beispiel absolut keinen Sinn. So, ich hatte es angedeutet, dass wenn ihr ein bisschen ins Wide Field geht, wie zum Beispiel bei meiner eigenen Aufnahme auch sichtbar, dann habt ihr hier noch in den Gürtelstern einiges an Dunkel- und Reflexionsnebel mit dabei und hier dieser Nebel, dieser Reflexionsnebel, der so ein bisschen aussieht wie der Hexenkopfnebel, das ist NGC 1990 und ja, hier braucht es auch wieder dunklen Himmel, absolut gar keine Filterung und lange Belichtungszeiten und dann noch ganz schön, und da möchte ich euch zum Abschluss auch nochmal eine Aufnahme des Capella Observatories zeigen und das sind hier diese, ja, ich nenne das mal Globulen, die sind irgendwie, die sehen aus wie Kaulquappen, sehen irgendwie ganz schön aus und das ist so ein Objekt, das wird nicht so häufig fotografiert, das geht immer so ein bisschen unter in diesem ganzen Orionnebel-Hype. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende. Natürlich geht es im Januar noch ein bisschen weiter. Ihr seht ja hier schon, dass da noch andere Objekte im Orion sind. Aber für den Dezember mache ich jetzt mal Schluss. Und ich möchte nicht versäumen, euch eine tolle Adventszeit zu wünschen und selbstverständlich ein ganz tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf dass erstens mal die komplette Lagesituation auf der ganzen Welt sich ein bisschen wieder in Richtung Normalität bewegt. Da wäre ich auch selber sehr interessiert dran. Und selbstverständlich wünsche ich euch generell Gesundheit, Friede und viel, viel, viel klaren Himmel. Also wir sehen uns im neuen Jahr wieder, Anfang Januar, mit der Vorschau für den Januar. Bis dann. Tschüss.